Da sind wir wieder und es geht mir noch großartiger als zuvor. Ich bin mittlerweile nur noch bei kritisch. Nice. One-Shot-Kill. Ich bin begeistert. Immerhin, das funktioniert. Ja, denn diesmal hat der Tyrant mich tatsächlich erwischt. Also, was heißt, diesmal hat er mich tatsächlich erwischt? Ich musste tatsächlich dreimal gegen ihn kämpfen, weil ich zweimal von ihm getötet wurde. Er ist eigentlich agiler, als er im ersten Versuch von mir sich gezeigt hat. Also, da habe ich echt Glück gehabt beim ersten Mal. Da hat er quasi nichts gezeigt. Da war er noch in echter Luschenform. Jetzt war er schon ein ganzes Stück unangenehmer gerade eben. Und da musste man dann echt aufpassen, dass man nicht in seine Kralle reingerät. Irgendwie hat er mich einmal trotzdem berührt. Ich weiß gar nicht wirklich wieso. Also eigentlich hat er mich da nicht berührt. Aber hey, was soll's? Das war die falsche Taste. Naja, jetzt kriechen wir halt mal wieder mit rotem Leben rum. Passiert. Ach, hier sind wir. Siehst du mal. Das ist ganz günstig, denn... Was ist das hier eigentlich? Oh, rot und grün. Danke. Rot und grün, dir sei es verziehen, liebes Spiel, dass du mich so folterst hier. Danke. Oh, ja. Ja. Endlich. Ich kann mich heilen. Es ist so schön. Okay, dann misch mal. Und nimm. Ja, ich bin wieder grün. Wundervoll. Damit ist es auch vollkommen egal, dass der Tyrant mich erwischt hat. So, jetzt können wir hier auch zur Seilbahn wieder durchgehen. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, sammle ich die Molotow-Cocktails noch mit ein? Nur für den Fall, dass noch ein paar Glibberviecher vorbeischauen. Kann ja passieren. Ich meine, wer weiß, was hier noch so kommt. So, muss ein bisschen die Zeit mit dem Auge behalten hier bei meiner Aufnahme, denn ich habe viel zu lange gebraucht gerade eben, um das nochmal nachzuspielen. Leider bin ich nämlich nicht bloß bei dem Tyrant zweimal gestorben, sondern auch bei den Huntern. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber selbst für die war ich gerade eben zu blöd. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich Sachen nochmal nachspielen muss, dass ich mich dann jedes Mal dümmer anstelle als beim ersten Versuch. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Obwohl ich dann ja schon weiß, was kommt. Also theoretischerweise müsste ich ja mental besser darauf vorbereitet sein. Bin ich aber nicht. So, egal. Scheiß drauf. Jetzt können wir jedenfalls uns wieder dem Aufzug widmen. Wir haben noch eine Etage offen. So, hier dürfte ja jetzt hoffentlich keiner mehr sein. Man weiß ja nie, ob die nicht vielleicht noch einen Gegner reinschmeißen auf einmal. Ist aber nicht der Fall. Gut, und dann schauen wir uns doch mal Subebene Nummer 3 an. Hier drüben ist das Bedienfeld. Und dann machen wir uns mal auf in Ebene 3. Ebene 1 könnten wir uns auch mal anschauen. Da sind wir ja mit dem Aufzug noch nicht gewesen. Ich meine, das sollte theoretischerweise der Raum mit dem Raketenschacht sozusagen sein, ne? Wo wir am Anfang waren. Wo auch der Klappenraum ist, aber ich weiß gar nicht, wo da der Aufzug ankommt. Okay. Das sieht sehr spannend aus. Irgendwie sieht es hier überall verwüstet aus. Ach. Ach! Das ist der Raum, in dem ich gegen den Tyrant gekämpft habe. Siehst du mal, der hat sich durch die Tür durchgeschlagen, wie es aussieht. Das ist ja spannend. So, ja, ja, genau, das ist der. Wieso K4? Es stand doch Ebene 3 da. Aber ist interessant zu wissen, er haut sich also einfach mal durch die dicke Metalltür durch und dann ist Feierabend. Cool. Haben wir das auch mal mitgekriegt? So, wo wollen wir hin? Hier wollen wir hin. Dann, ich schaue jetzt mal ganz kurz mir Ebene 1 an und dann haben wir eben noch Ebene 4, die wir erkunden können. Ist auch was. Erstmal sehen, wo genau wir hier jetzt eigentlich rauskommen. Also theoretischerweise würde ich ja denken, das ist der Raum. Weiß nicht, ob es gehört hat, es hat gerade geklingelt bei mir. Ich ignoriere es einfach mal. Wow. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. In der Ausbildungsstätte. Wir sind beim Zug. Wir sind beim Zug gelandet. Komme ich hier lang? Hier gab es einen Weg lang? Das hat mir nie jemand verraten. Sieh mal an, sieh mal an. Oh, wenn das so ist, dann gehe ich nochmal ganz kurz in die Haupthalle. Denn da dürfte noch ein bisschen Zeug für uns rumliegen. Gerade was so Heilgegenstände angeht.
Ansonsten nicht viel, aber zumindest Heilung. Mann, 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 hier ist was los. Ha. Good old Ausbildungsstätte ist es denn zu fassen. Ach ja. Wie lange wir hier schon nicht mehr waren. Gefühlt eine Ewigkeit. Dabei ist es eigentlich noch gar nicht so lange her. Okay. Siehst du mal, blaue Kräuter. Ja, ja. Oh ja, heilmäßig sieht es hier sehr gut aus, muss ich mal so feststellen. So, was nehmen wir denn da mit? Wir nehmen auf jeden Fall ein Heilspray mit. Vielleicht noch ein zweites. Ich meine, wir können sie ja drüben wieder in die Ecke stellen dann. Schauen wir mal. Wie sieht es denn aus platztechnisch? Ne, wir sind voll. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Gut, eins ist aber besser als keins, muss ich sagen. Und ich meine, wir können ja jederzeit hierhin zurückkehren. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Ne, da lang nicht. Das finde ich sehr, sehr gut. Haben wir also einen Shortcut gefunden zur Ausbildungsstätte? Gut. Gut, gut, gut. Das heißt, wir können uns dann jetzt tatsächlich der letzten verbliebenen Etage widmen, nämlich Ebene 4. Und schauen mal, was uns da Spannendes erwartet. Ich befürchte, irgendwann demnächst wird dann auch der Tyrant noch ein zweites Mal kommen. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Vorher sollte ich vielleicht nochmal speichern gehen. Das wäre wahrscheinlicherweise nicht die schlechteste Option. Mal schauen. Da sollte ich... gehe ich jetzt nochmal... ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es machen soll am besten. Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Sorge, dass mir der Tyrant sehr schnell wieder begegnet. Ja, lass mal Ebene 2 nochmal gehen. Da machen wir nochmal kurz den Umweg über die Seilbahnstation und... Also, ich fahre jetzt nicht nochmal mit der Seilbahn zurück, sondern ich meine jetzt das andere Ende der Seilbahnstation. Das hier auf dem Werksgelände mit ist. Und gehen nochmal kurz in den Klappenraum, um zu speichern. Denn, naja, es, nachdem ich jetzt gerade diese Misserfolge hatte mit dem Tyrant, muss ich sagen, will ich lieber ein bisschen sicherer machen jetzt. Ich habe auch, dadurch, dass ich so oft jetzt gefailt habe, habe ich auch sicherheitshalber mal nach den Huntern nochmal gespeichert. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein Farbband im Klappenraum rumliegen. Aber, naja, was willst du machen? Wenn ich mich blöd anstelle, dann muss ich halt öfter speichern, weil muss nicht jedes Mal alles neu nachspielen. So ist das eben. Aber gut, was soll's. Ich frage mich, ob wir irgendwann auch nochmal Billy wieder treffen. Oder ihn spielen? Vielleicht. Alternativ. Vielleicht ist er jetzt auch für immer weg. Kann ja auch sein. Dann hätte sich das Thema mit ihm erledigt. Ich meine, theoretischerweise muss er ja noch wegkommen. Das hatte ich ja schon mal festgestellt, glaube ich, ne? So, dann speichern wir noch fix. Und dann können wir auch tatsächlich mal weitermachen. Ach ja. Frag mich, ob die Granaten jemals benutzt werden, die da in der Ecke liegen. Halt hier. Jetzt. 20. Speicherung schon, meine Güte. Ich habe das Gefühl, jetzt zum Ende hin speichere ich doch ein ganzes Stück öfter als am Anfang noch. Na gut, was soll's. Hauptsache, wir kommen weiter und das tun wir, wenn auch schleppend. Also zumindest kommt es mir schleppend vor, euch wahrscheinlich nicht so, weil ich das ja nicht reingeschnitten habe in die Aufnahme, in das Let's Play, wie ich da am Failen war. Ist auch gut so, es war nicht glorreich. Aber naja, kann passieren. So, jetzt aber mal endlich los hier. Ich vertrödel schon wieder viel zu viel Zeit. Aber die Zeit vergeht halt auch sehr schnell hier, weil man ständig in irgendwelchen Türanimationen hängt. Die sind zwar ziemlich kurz, aber trotzdem, das summiert sich. Egal. Jetzt haben wir ja endlich alles soweit hier absolviert, was wir gerade machen mussten. Oder wollten, wie auch immer. Hauptsächlich wollten, also ich. Nicht wir, sondern ich. Und dann kann es jetzt auch endlich mal losgehen. Okay, Ebene 4.
Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. So ein Sympath. Diese Art zu reden ist auch interessant. Nothing will stop me from getting my revenge. Mir ist übrigens aufgefallen, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Enrico sie hat einfach ziehen lassen, denn sie hat ja niemals erklärt, was sie mit Billy eigentlich ist. In Enricos Augen ist er ja immer noch ein Massenmörder. Aber egal. Sieh mal an. Oh. Bis bald. Ups, das sah nicht so gut aus. Das Aufbereitungswerk, okay. Haben wir irgendwas anderes schon? Nein. Okay, die Tür, auf die wir schauen, ist auch die, wo es weitergeht. Tja, Billy, das sah nicht so gut aus für dich. Aber viel Spaß beim Spielen mit dem großen Schwimmding da. Neues Benzin. Und ein heftiges Generatorbrummen, ein heftiges Generatorbrummen. Oh, wir sind schon wieder in einem Safe-Raum. Interessant. So, bevor wir den Aufzug nehmen, schauen wir uns natürlich erstmal ein bisschen um. Neue Munition. Mensch, da müsste man wieder ein paar Zombies vorbeischicken. Damit ich die auch irgendwo mal aufbrauchen kann. Ich habe jetzt mittlerweile doch schon einige Schuss. Holla die Waldfee. 90 Schuss habe ich für die Pistole. Was ist denn hier los? So, da liegt noch was im Regal, sehe ich gerade. Halt, wir schauen erstmal kurz hier. Kann ich hier auf die Monitore schauen? Nein, die Schreibmaschine interessiert mich nicht. Okay. Komme ich von hier aus ran? Nein. Ich glaube, das liegt auf der anderen Seite, ne? Hä? Das ist sehr verwirrend hier. Nee. Hä? Aber da lag doch was. Da, rechte Hand. Wie komme ich denn da hin? Nein, nicht die Farbbänder, die interessieren mich doch gar nicht. Ich will erstmal wissen, wie ich an das da hinten rankomme. Ich sehe es aber von hier aus auch nicht. Das ist total merkwürdig. Nee, das liegt draußen. Das liegt irgendwie draußen. Das liegt nicht hier im Raum. Wie soll ich denn da rankommen? Ich weiß es nicht. So, speichern werde ich jetzt auf jeden Fall nicht direkt nochmal, denn das habe ich ja gerade eben erst oben. Ach! Ja, hahaha, das ist der Benzinkanister. Toll. Böse Perspektive. Böse Perspektive. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Okay, dann müssen wir uns hier mal ein bisschen umschauen, ob wir den Strom vielleicht wieder ankriegen. Vielleicht hier an den Terminals? Ach du Schande, was ist das denn? Stromzufuhr für den Dammbereich. Punkt für Stromzufuhr angeben. Ja, jeder bis zu 2 Punkte entfernte Ort kann mit Strom versorgt werden. Punkte wechseln? Was? 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 Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ganz ehrlich, ich verstehe die Spielregeln noch nicht. Wenn alle Punkte Strom erhalten. Oh, okay. Ja. Okay. Okay, dann... Warte mal. Machen wir das mal so. Ich glaube, so langsam verstehe ich, worum es geht. Zumindest. Ach, shit. In die Ecke komme ich aber nicht damit. Okay, dann müssen wir es nochmal machen. Ah. Ja. Aber jetzt weiß ich zumindest, worum es geht. Das ist ja schon mal was. Okay, ich glaube, das oben ist schon mal ganz gut. Ja. Der hier oben... Ne, der hier war es, ne? Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. 2 Punkte entfernt. Hatte ich den im Sinn? Ja, ich glaube, ne? Hä?
Vorhin hat er doch viel mehr gemacht. Warum ist denn der jetzt nicht mit grün geworden zum Beispiel? Oder der? Oder der? Was ist das denn? Muss ich das verstehen? Ich check's nicht. Ich verstehe nicht die Regeln dabei. Weil teilweise wird's verbunden, aber die werden nicht grün. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Okay, wir machen mal. Wartet mal. Ja, lass nochmal machen. Wir fangen mal hier unten an. Okay, wenn jedes bis zu zwei entfernte. Das heißt, wir könnten entweder hier oder hier machen. Nimmt sich das irgendwas? Theoretischerweise nicht, wenn bis zu zwei entfernt dabei aktiviert werden. Machen wir mal das hier. Doch, es würde sich was nehmen. Okay, wir nehmen den. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum der in der Ecke... Ach doch, der ist mehr als zwei entfernt. Ja, alles klar. Dann ist das, glaube ich, nicht richtig, was ich getan habe. Ich probiere mal weiter. Mal schauen. Okay. Nee, ich werde wieder nicht alle erwischen. Oder? Oh! Cool! Oh, okay, das sah sehr spannend aus. Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Geht doch. Siehst du, war am Ende gar nicht so schlimm. Und jetzt sieht es hier gleich auch viel freundlicher aus, muss ich mal so feststellen. Gut. Also man muss halt nur sich ein bisschen da reinfitzen und erstmal verstehen, worum es geht. Und dann den richtigen Ansatzpunkt finden. Die richtige Stelle, an der es losgeht. Dann geht das. Oh, ich höre Zombies. Zombies! Gute alte Zombies! Nein, nicht da drüben. Nimm erstmal den, Rebecca. Oh, der ist aber stattlich. Der hält ja einiges aus. Schön liegen bleiben. Ich sagte liegen bleiben. Oh, jetzt kommen gleich mehrere. Das ist aber schön. Könnte man ja fast schon einen Molotow-Cocktail reinschmeißen. Wenn die jetzt so ankommen. So, nochmal kurz ausrichten hier. Ah, wobei, ey. Komm. Lass einfach weiterballern. Nein, nicht nachladen. Halt! Lauf. Mensch. So, steht noch einer? Will noch einer wieder aufstehen? Nein? Gut. Habe ich Glück gehabt, dass er nicht allzu fressfreudig war. Er hätte mich, glaube ich, schon längst umarmen und beißen können. Er müsste eigentlich schon die Gelegenheit dazu gehabt haben, als ich mich dann umgedreht habe und weggerannt bin. Aber gut, nichts dagegen. Ich bin froh, wenn ich hier mit ein bisschen mehr Leben durchkomme. Von Zombies muss man sich ja nur wirklich auch nicht fressen lassen. Ich sehe Flaschen. Okay, dann lass mal ganz kurz neue Mollys basteln. Das wird ja machbar sein. Schließlich steht das Benzin gleich um die Ecke. Und ich bin immer froh, wenn ich noch ein bisschen mehr Munition habe. Wobei ich nicht weiß, ob man da von Munition reden kann, wenn man neue Molotow-Cocktails hat. So. Na, nimmst du's? Danke. Gut. Dann kombinieren wir mal fröhlich. Wieder mal viel zu viel Benzin für viel zu wenig Flaschen. Seltsame Probleme hat die Frau, Flaschen zu finden. Naja gut, wenn sie meint. Wieder ab nach unten. Und dann haben wir schon drei Molotow-Cocktails mehr. Wie sie alle in Reihe und Glied liegen hier, finde ich niedlich. So. Sammeln wir noch fröhlich unser Zeug wieder ein und dann kann es auch schon weitergehen.
Oh, sehr freundlich von euch. Aber jetzt gerade nicht. Ich brauch's gerade nicht. Aber ist gut zu wissen. Hier steht was. Achso, ich habe ja noch keine Karte gefunden. Stimmt ja. Vor allen Dingen sechstes Kellergeschoss, finde ich geil. So. Wow. Oh nein, echt jetzt? Du? Also was heißt du? Einer von euch? Hallo? Burn, fucker! Hallo, was ist das denn? Ich habe gerade schon geworfen. Also bitte. Also eine absolute Frechheit. Verbrenne, du Sau! Neuerdings brauchen sie wieder drei? Ach Mann, ist das ärgerlich. Jetzt bin ich wieder gelb. Aber zumindest gelb und nicht orange. Das ist ja schon mal etwas. Oh, wie die Grafik immer Probleme hat, wenn ich irgendwie Feuer im Spiel habe hier. Ja, ja. Das hätte man schöner regeln können, aber gut, was soll's. Ist das hier eine Tür? Diese Tür hat keinen Griff. In der Tür ist ein rechteckiges Loch. Rechteckig? Sieht eher rund aus. Aber gut, ich will deine geometrischen Kenntnisse nicht kritisieren, ist schon in Ordnung.